Ja, sehr herzlich willkommen heute Abend hier in der Evangelischen Stadtakademie, auch im Namen der Leitung der Evangelischen Stadtakademie, Jutta Hecht-Stöhr, darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen zum meditierenden Gehirn, Achtsamkeit aus neurowissenschaftlich erforscht, die ganze Achtsamkeitsbewegung, die ja ganz wesentlich entstanden ist aus dem MBSR-Programm, das Jon Kabat-Zinn entwickelt hat, Mindfulness by Stress Reduction, hat von Anfang an ihren Erfolg zu verdanken den beiden Standbeinen, so kann man sagen. Das eine ist, dass sie ein säkulares Sprachspiel entwickelt hat für Meditation, das ja vom Ursprung her in religiösen Kontext groß geworden ist und kultiviert wurde, sprich die säkulare Sprachgestalt, und das andere, von Anfang an das Interesse, diese Übungspraxis wissenschaftlich zu begleiten, also in diesem Sprachfeld der Wissenschaft auch mit zu integrieren, um dort Akzeptanz zu gewinnen, wenn es sich erweist, dass es auch in der Sprache der Wissenschaft, in der empirischen Forschung sich als tauglich und wirksam erweist, die Achtsamkeit. Und darum geht es am heutigen Abend, nämlich die Frage, was haben die wissenschaftlichen Forschungen gezeitigt, welche Zusammenhänge, welche Wirksamkeitszusammenhänge zeigen sich, haben sich gezeigt, die im gesundheitlichen und medizinischen Feld von Relevanz sind, und insbesondere eindrucksvoll sind in den letzten Jahren die Ergebnisse der Neurowissenschaften, also wie die Achtsamkeitspraxis, diese Übung innezuhalten, im gegenwärtigen Moment immer wieder sich zu verankern, auf das Gehirn und die Wirkformen im Gehirn wirkt. Das ist besonders spektakulär, auch teils durch die bildgebenden Verfahren, sodass man über bildgebende Verfahren das wunderbar sichtbar machen kann, eben wie eben hier Veränderungen auch stattfinden. Und das hat schon mit dazu beigetragen, dass die Achtsamkeitspraxis auch nochmal einen großen Akzeptanzschub erhalten hat. Und wir sind selber erstaunt und freuen uns natürlich auch, dass so viele da sind, dass Sie alle da sind. Und das zeigt, dass das Interesse da ist, auch für Feld, das jetzt zunächst mit Wissenschaft zu tun hat und vielleicht jetzt nicht so ganz persönlich existenziell ein Thema ist. Und für dieses Themengebiet haben wir eine Referentin eingeladen, die ganz einschlägig in diesem Feld unterwegs ist. Es ist Britta Hölzel. Ich darf dich sehr herzlich begrüßen, Britta. Schön, dass du Zeit hast und dieses Thema für uns heute hier vorstellst in diesem Rahmen. Ich darf dich kurz vorstellen. Genau. Jetzt habe ich mein Zettelchen verlegt in irgendeiner meiner Hosentaschen. Dann sage ich einfach nur mal das, was ich in Erinnerung habe. Dann wird es kürzer. Es ist so, du hast studiert und promoviert in Psychologie am Bender-Institut für Neuroimaging. Genau. Neuroimaging in Gießen, das ist die Universität Gießen. Und dann war Britta Hölzel 4-5 Jahre tätig an der Harvard Medical School als Wissenschaftlerin eben in diesem Gebiet der Neurowissenschaften. Und da schon in Verbindung mit der Achtsamkeit. Ja. Genau. Und dann noch nach diesen 5 Jahren ein Jahr an der Charité in Berlin, und dann bist du nach München gekommen und hast dir ein eigenes Institut auch gegründet und arbeitest innerhalb dieses Instituts, IAM, Institut für Achtsamkeit und Meditation, ist hier auch als Logo hinterlegt. Und Britta Hölzel ist selber auch persönlich in diese Achtsamkeitsgeschichte involviert, ist Achtsamkeits-MBSR-Lehrerin, hat ihre MBSR-Ausbildung gemacht bei Jon Kabat-Zinn an der Ostküste, auch in Massachusetts, am Center for Mindfulness. Und ja, das ist ihr Hintergrund, und aus dem wird sie uns heute berichten, aus der Welt der Achtsamkeitsforschung, insbesondere der neurowissenschaftlichen Forschung in Bezug auf die Achtsamkeit. Bitte dich. Dankeschön. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann und über Achtsamkeit sprechen darf. Können Sie mich gut verstehen so? Ja, prima.
Damit ich das besser einschätzen kann, mit welcher Vorerfahrung Sie hierher kommen, würde ich gerne kurz vorab fragen, wer von Ihnen hat denn schon Erfahrung in irgendeiner Form mit einer Achtsamkeitsmeditation gemacht? Oh ja, doch, das sind schon einige, prima. Und wer hat eine regelmäßige Praxis sogar, eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis? Ah ja, super, schön, cool. Dann kann ich das einordnen. Ich habe es trotzdem so, und ich denke, es sind ja auch einige dabei, haben wir gesehen jetzt, die auch noch nicht so vertraut sind mit dem Thema, eine kurze Einführung geben. Ich möchte neben der neurowissenschaftlichen Forschung auch so ein bisschen auf die Effektivitätsforschung, gerade im klinischen Bereich, eingehen, weil das auch vielleicht ganz interessant ist, so zu hören, wie ist da der aktuelle Stand der Forschung. Heißt lauter, oder? auch auf die Bühne, okay. Für die Kamera auf die Bühne. Ja, es ist so, dass in unserer Gesellschaft so selbstverständlich für uns ist, dass wir was für unseren Körper tun können und sollten, um den kräftig und gesund zu erhalten. Es ist auch vollkommen selbstverständlich für uns, dass wir uns sauber halten, dass wir unser Äußeres pflegen, um ansehnlich zu erscheinen. In den meisten Fällen. Es ist sehr viel weniger selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dass da auch was sein könnte, eine Praxis, ein Übungsweg sein könnte, mit dem wir selber zu unserem eigenen inneren Wohlbefinden beitragen können, zu unserer geistigen Gesundheit, zu unserer Aufmerksamkeitsfähigkeit. Es kommt an, wir sehen es ja, es kommt an, aber es ist immer noch keine Selbstverständlichkeit für uns geworden, dass das so etwas sein könnte wie unser tägliches mentales Zähneputzen sozusagen, dass man wirklich selber was für sich tun könnte, um zusammen seinem eigenen Wohlbefinden beizutragen. Und dabei haben unterschiedlichste religiöse Wege in vielen Traditionen, in verschiedensten Traditionen Wege beschrieben, und die Achtsamkeit ist eben eine Übungspraxis, die da empfohlen wird, um diesen Weg zu gehen. Wir finden sie in unterschiedlichen religiösen Kontexten auch sehr systematisch beschrieben, ist sie in der buddhistischen Psychologie. Und ich möchte nochmal auch anfangen mit einer Definition, was verstehen wir unter Achtsamkeit? Weil da doch viel Rede von dem Begriff der Achtsamkeitspraxis ist und nicht immer so ganz klar ist, was verstehen wir darunter, auch gerade im wissenschaftlichen Kontext. Und hier wird Achtsamkeit definiert als das Gewahrsein, das entsteht, wenn wir die Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment bringen. Wenn wir also wirklich bei dem sind, was jetzt hier gerade geschieht. Und wenn wir dieser Erfahrung mit einer bestimmten inneren Haltung begegnen, nämlich einer Haltung, die gekennzeichnet ist durch Offenheit, durch Akzeptanz und Neugierde. Und man kann so sagen, Achtsamkeit ist die Kunst, hier und jetzt zu sein. Klingt erstmal trivial, aber diejenigen hier im Raum, die das schon üben, wissen, dass es gar nicht trivial und gar nicht so einfach ist. Denn der Geist ist sehr schnell wieder unterwegs in anderen Gegenden, in der Vergangenheit, in der Zukunft, verliert sich in irgendwelchen Geschichten. Auch da gibt es interessante Forschung zu, nämlich auch Forschung von der Harvard University, von Killingsworth und Gilbert, die eine schöne Studie gemacht haben zum Gedankenwandern, die einfach sehr schön anschaulich ist. Deswegen zitiere ich die gerne. Die haben mit Hilfe von so einer iPhone-App eine recht große Stichprobe von Menschen gefragt, zu zufälligen Momenten im Tag gefragt, wo ist die Aufmerksamkeit jetzt gerade? Sind sie bei dem, was sie gerade tun, oder ist der Geist davon gewandert? Und dort haben sie gefunden, dass wir mit der Aufmerksamkeit zu ungefähr 50% der Zeit nicht bei dem sind, was wir tun, sondern irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs. Meistens ist Mind einfach ganz schön full, anstatt dass wir mindful wären. Und in dieser Studie haben sie jetzt weiter gefragt, wie glücklich sind sie jetzt gerade? Und haben gefunden, dass die Menschen glücklicher sind in dem Moment, wo wir bei der Sache sind. Das heißt, wenn wir im Kontakt sind mit dem, was jetzt hier gerade passiert, sind wir im Schnitt glücklicher. Interessanterweise unabhängig davon, ob was getan wird, was wir als angenehm einschätzen, oder ob was getan wird, was wir als unangenehm einschätzen. Man könnte jetzt denken, wenn ich was für mich Unangenehmes tue, dann ist es doch vielleicht schöner, mich woanders hinweg zu träumen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern wir sind glücklicher, wenn wir bei der Sache sind. Und genau das ist es, was wir üben und trainieren mit der Achtsamkeitspraxis. Das heißt, Achtsamkeit ist eine Haltung, die wir in den Tag, ins Leben bringen wollen, die wir in der formellen Meditationspraxis kultivieren.
Wie gesagt, sehr systematisch ist sie in der buddhistischen Psychologie beschrieben. Es ist aber wichtig zu betonen, dass die Achtsamkeit einfach, das ist einfach eine Kapazität unseres Menschseins. Ich brauche nichts zu glauben. Ich brauche kein Glaubenssystem mitzubringen, um achtsam zu sein. Ich kann eben einfach offen und interessiert und freundlich zugewandt mit meiner Erfahrung im Hier und Jetzt sein. Es ist eine Haltung, ich sage gern, des Forschens, wie unser eigenes inneres Labor zu erkunden, um zu erfahren, wie funktioniert eigentlich dieses Menschsein? Was heißt es auch Menschsein? Was heißt es, wie funktioniert der eigene Geist? Wie funktioniert mein Erleben, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln? Und da wie über sich selber zu forschen und auch die eigenen Erfahrungen zu machen mit dieser offenen Haltung. Und dadurch können wir ganz gut erkennen, immer mal wieder auch erkennen, wo wir so unsere automatischen Handlungsmuster haben, wo wir manchmal auch Muster haben, mit denen wir uns das Leben schwerer machen, als es sein müsste. Und wenn wir das sehen, wenn wir durch dieses offene Hinschauen sehen, wo es hängt und wo unsere automatischen Muster sind, dann bekommen wir die Möglichkeit, eine andere Perspektive einzunehmen und bekommen die Freiheit, auch wie einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, wie möchte ich vielleicht anstattdessen handeln und kann so aus meinen eigenen Spiralen aussteigen. In der Achtsamkeitspraxis geht es darum, dass wir loslassen von diesem dauernden Abarbeiten unserer inneren To-Do-Listen, aus dem Funktionsmodus rauszukommen und anstattdessen zu spüren, wie fühlt sich das eigentlich an, nun mal nur zu sein? Was hat das für eine Qualität? Wie fühlt sich das an, einfach jetzt hier in diesem Moment zu sein? Ohne dass ich das Gefühl haben muss, ich muss schon wieder irgendwas Produktives erledigen oder irgendwo hin eilen, sondern wirklich innezuhalten und im Hier und Jetzt anzukommen, mit dem Sein in Kontakt zu kommen. Ja, wie Michael Seitlinger schon angesprochen hat, es gibt eine zunehmende Anzahl von Forschungsstudien zu diesen achtsamkeitsbasierten Programmen. Und Achtsamkeitspraxis hat hier ihren Weg gefunden in eine Vielzahl unterschiedlicher Programme in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, die sich kennzeichnen eben durch diese Forschungsaktivität. Es wird empirisch untersucht, wie die Programme wirken. Das ist eine Abbildung, die zeigt die Anzahl der Publikationen zum Thema Mindfulness pro Jahr. Und das ist hier so ungefähr ein 40-Jahres-Zeitraum. Und hier sehen Sie, dass es ist noch gar nicht so lange her, dass das wirklich so losgegangen ist mit der Forschung. Das ist so etwas über 10 Jahre jetzt, dass die Zahl der Publikationen begonnen hat zu steigen. Aber seitdem beeindruckend exponentieller Anstieg in der Zahl der Forschungsarbeiten. Das heißt, es ist ein sehr aktives Forschungsfeld. Es wird ganz viel geforscht. Es kommen auch dauernd noch neue Arbeitsgruppen hinzu, die das erforschen. Und trotzdem, und das sage ich immer ganz gerne vorweg, es ist wirklich ein junger Forschungsbereich und viele Fragen sind noch offen. Und das wird, glaube ich, auch gleich noch klar werden, dass es viele Fragezeichen immer noch gibt. Wenn man sich aber diese Fülle an Literatur anschaut, dann gibt es interessante Befunde zu den positiven Effekten der Achtsamkeitspraxis. Und wenn man in der Fülle der Literatur sucht, dann findet man zu wirklich vielen Einsatzbereichen Berichte über positive Effekte. Ganz vorneweg der Einsatz in der Stressreduktion. Das heißt, hier sehen wir, Achtsamkeit führt dazu, dass Stress reduziert werden kann. Damit einhergehen Verbesserungen in physiologischen Variablen, Körpervariablen, die mit Stress in Zusammenhang stehen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Funktion des Immunsystems kann verbessert werden. Dann gibt es Forschung im mentalen Gesundheitsbereich. Genau, hier gibt es noch eine Studie zum Einsatz in Unternehmen, dass die Krankheitstage reduziert werden können. Es gibt Forschung im mentalen Gesundheitsbereich, wo depressive Episoden vermindert werden können, Ängste reduziert werden können und der Umgang mit Schmerzen verbessert werden kann. Es wird aber auch in gesunden Stichproben eine Fülle von positiven Befunden berichtet. Und ich kann übrigens gerne, wen das interessiert, die Folien auch jederzeit schicken, wenn Sie die Referenzen interessieren oder so.
Es gibt Berichte über verstärkte Hilfsbereitschaft, also so das soziale Verhalten kann verbessert werden, die Kommunikationsfähigkeit. Dann gibt es Studien, die mehr Kreativität berichten und eine erhöhte kognitive Leistungsfähigkeit im Alter. Das heißt, wir sehen ein Sammelsurium von positiven Befunden, was nicht untypisch ist für so einen jungen Forschungsbereich, weil erstmal die Begeisterung sehr groß ist und publiziert werden dann vor allem Befunde, die auch die positiven Effekte unterstützen. Das heißt, man hat oft in so jungen Forschungsbereichen einfach ein bisschen eine Verzerrung. Und wenn wir so mehrere Studien zu einer Fragestellung anschauen, dann sehen wir auch, dass die oft sehr gemischt sind. Also die Studien gehen nicht alle in die gleiche Richtung, sondern dann gibt's welche, die sind positiv und andere sind negativ. Und man findet sich erstmal gar nicht gut zurecht, auch zu sehen, was stimmt jetzt wirklich, wo wirkt's, was denken wir derzeit, wie ist der Erkenntnisstand. Und deswegen sind Meta-Analysen hier so hilfreich. Und Meta-Analysen sind Studien, die die bestehende Literatur zusammenfassen. Also das heißt, wenn es 10 Studien gibt zum Themenbereich Einsatz von Achtsamkeit bei Rauchentwöhnung, dann werden die zusammengefasst und wir schauen, was bleibt unterm Strich von übrig. Und als ich jetzt gerade die Folie noch vorbereitet habe für den Vortrag hier, bin ich auf eine schöne neue Meta-Analyse gekommen. Das heißt, das ist jetzt so der aktuellste Stand des Wissens, wo sich vor allem die Ergebnisse im Bereich der mentalen Gesundheit angeschaut wurden. Und jetzt wollte ich Ihnen erzählen, was wir hier so aus der Literatur derzeit denken und glauben. Und hier, ich habe mal gesagt, relativ gut gesichert, weil natürlich mit der nächsten Studie kann das auch in so einem jungen Feld wieder anders aussehen. Aber als relativ gut gesichert gilt der positive Effekt der Achtsamkeitspraxis bei Depressionen. Das ist so der Bereich, wo wir immer wieder wirklich gute Befunde sehen. Auch bei Angsterkrankungen. Bei Schmerzen, das heißt hier vor allem zur Erhöhung der Lebenszufriedenheit, auch die Schmerzintensität kann reduziert werden. Aber was wir immer wieder sehen in den Studien ist, dass die Leute in eine Position kommen, wo sie das Gefühl haben, sie können mit dem Schmerz in eine andere Beziehung gehen und fühlen sich nicht so hilflos ausgeliefert, sondern haben das Gefühl, sie können ja offener, einfach freundlicher auch mit dem eigenen Leid umgehen. Oder auch von diesem Leid, dieses Leid zu relativieren. Das ist ein relativ neuer Befund, dass wir jetzt auch in der Raucherentwöhnung so gute Effekte sehen. Aber das ist jetzt in dieser Studie da rausgekommen. Rauchen und Abhängigkeitserkrankungen, also so Suchtproblematiken, können ganz gut mit Achtsamkeit angegangen werden. Und dann gibt es in anderen Studien, anderen Meta-Analysen auch immer wieder diesen positiven Effekt auf den Stress. Und hier muss man nun ehrlicherweise dazu sagen, denn gerade in den Medien klingt es manchmal, als wäre die Achtsamkeitspraxis ein Wunderheilmittel. Und das ist es sicherlich nicht. Das zeigt und stützt die Forschung nicht. Man muss da schon ehrlicherweise dazu sagen, es ist meistens vergleichbar mit anderen wirksamen etablierten Verfahren. Und das ist ja auch in Ordnung, also so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Achtsamkeit in der derzeitigen Forschungsliteratur, dass man sagen kann, das wirkt jetzt wunderbar besser als andere Sachen. Und dann gibt es immer wieder in jeder Studie und in jeder Meta-Analyse die Stimme, die sagt, wir brauchen mehr Forschung. Es gibt einfach noch zu wenig gut methodisch angelegte Studien. Das betrifft zum Beispiel diesen Bereich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunfunktion, aber auch kognitive Funktionen im Alter. Also das sind einfach Bereiche, wo ich sagen würde, es gibt vielversprechende Befunde. Aber es braucht einfach noch mehr Literatur, bis wir da große Behauptungen aufstellen könnten. So, das für Sie zum Überblick, wo ist der Stand der Forschung im Moment? Das ist also vielversprechend und schön. Und es stellt sich damit eben mit diesen vielen doch positiven Befunden immer wieder auch die Frage, wie wirkt denn dann Achtsamkeit eigentlich? Wir sehen jetzt, es wirkt.
Aber wie wirkt es? Vorab noch die Frage, wie ist das, und das kommt in den Kursen auch immer wieder die Frage auf, muss ich wirklich so viel üben? Hilft mehr Achtsamkeitspraxis auch tatsächlich mehr? Gerade in den Anfängerkursen mag diese Frage doch im Raum stehen. Und auch dazu gibt es Forschung, die sagt, der Übungsumfang, das heißt die Hausaufgaben im MBSR oder im MBCT-Kurs, spielen schon eine Rolle. Das war eine Meta-Analyse über 43 Studien, die sich den Zusammenhang angeschaut haben vom Übungsumfang auf die Effekte in den Variablen, die jeweils gemessen wurden. Und hier sehen wir, es gibt einen kleinen Effekt, aber er ist bedeutsam. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass mehr Praxis auch zu einer stärkeren Verbesserung des Wohlbefindens oder Stressreduktion oder was man sich da anschaut, führt. Ja, Schlussfolgerung hier zur Effektivität. Wir brauchen einfach noch mehr gute Studien. Befunde sind in vielen Bereichen noch nicht gesichert. Nun aber zur Frage, wie wirkt denn dann Achtsamkeitspraxis? Über welche Mechanismen bewirkt sie auch ihre Effekte im Wohlbefinden, in der Gesundheit? Und zu dieser Frage haben wir Kollegen so im Feld wie so ein Rahmenmodell aufgestellt, um zu beschreiben, über welche Mechanismen Achtsamkeitspraxis wirkt. Und dieses Modell beschreibt, dass es einmal vermutlich der Bereich der Aufmerksamkeitsregulation ist, das heißt das Erhöhen der Konzentrationsfähigkeit. Zum Zweiten die Emotionsregulation, das heißt die Frage, wie gehen wir mit unseren eigenen Gefühlen um und können wir mit unseren Gefühlen in einen anderen, freundlicheren, zuträglicheren Kontakt kommen. Und zum Dritten die Frage nach dem Selbstgewahrsein. Welche Perspektive nehme ich auf mich als Person ein? Wie gehe ich mit mir selber innerlich in Kontakt? Und das sind so die drei Bereiche, die drei Wirkbereiche, in die man ganz gut die mechanistische Literatur untergliedern kann. Und es sind die Bereiche, auf die ich jetzt weiter auch eingehen möchte, um zur Frage zu sprechen, wie wirkt Achtsamkeit. Zusammenfassend kann man sagen, diese drei Bereiche kann man ganz gut zusammenfassen unter dem Begriff der Selbstregulationsfähigkeit. Das heißt, die Vermutung ist, dass Achtsamkeitspraxis dabei hilft, uns selbst anders zu regulieren, besser zu regulieren. Ich möchte jetzt auf diese Bereiche zu sprechen gehen und jeweils auch dazu sagen, was wir aus dem Bereich der Neurowissenschaften vermuten, wie Achtsamkeit da wirkt oder was wir sehen. Und hier kommt der Begriff der Neuroplastizität ins Spiel. Das ist vermutlich ein Begriff, der Ihnen schon untergekommen ist, bezeichnet die Fähigkeit unseres Nervensystems, sich umzugestalten auf Anforderungen hin. Wenn wir was Neues lernen, wenn wir neue Fertigkeiten erwerben, dann wissen wir, das Gehirn gestaltet sich immer ein Stück weit auch um diese neuen Fähigkeiten zu unterstützen. Wir setzen da die Methode der Magnetresonanztomographie ein, Kernspintomographie, der erlaubt uns, Bilder zu machen vom Gehirn, und zwar zum einen von der Struktur des Gehirns. Das kann man sich vorstellen wie so ein ganz gut aufgelöstes dreidimensionales Foto des Gehirns und von der Funktionsweise. Und da sehen wir dann Aktivierungsmuster oder Durchblutungsmuster im Gehirn, wenn Menschen bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Aufgaben lösen im Scanner. Meistens schauen wir uns hier die graue Substanz an. Das ist der Bereich des Gehirns, der so an äußeren Bereichen der Hemisphären liegt, also an den Oberflächen beider Hemisphären und auch in manchen tiefer liegenden Kerngebieten im Gehirn. Das ist der Bereich, der hier im Bild dunkelgrauer dargestellt ist. Und dort liegen unter anderem die Körper der Nervenzellen. Das heißt, der Bereich, wo der Zellkern liegt, wo auch die Dendriten liegen, die dann das Neuron mit den Nachbarneuronen verbinden. Das wird unterschieden von der weißen Substanz. Das wäre so die Kabelverbindung der Neurone, wo die eben ihre Verbindung haben zu weiter entfernt liegenden Hirnregionen auch. Und wir schauen uns jetzt an,
in der grauen Substanz, wie verändert sich die Struktur mit Achtsamkeitspraxis, und wir schauen uns auch an die Aktivierungsmuster, die auch in der grauen Substanz auftreten. Das heißt, das ist der Teil unseres Gehirns, wo Aktivität passiert, wenn wir denken, wenn wir fühlen, wenn wir handeln. Und das ist eben kann mit dem Kernspintomographen hier abgebildet werden. Das ist so meine Vorrede zum Hintergrund. Bevor wir jetzt tatsächlich in die Befunde einsteigen, habe ich aber gedacht, vielleicht bringen wir jetzt hier selber mal die Gehirne zum Meditieren und fügen einfach eine kleine Übung ein, wenn Sie denn Lust haben, mitzumachen. Sie sind natürlich jederzeit frei, mich einfach zu ignorieren, wenn Sie keine Lust dazu haben. Aber wenn Sie Lust haben, dann setzen Sie sich doch jetzt ganz bequem und aufgerichtet hin, sodass Sie angenehm in Ihrem Stuhl ankommen. Wenn Sie möchten, schließen Sie gerne die Augen oder lassen Sie den Blick einfach sanft zu Boden gerichtet sein, um sich einen Moment Zeit zu nehmen, jetzt mit der Aufmerksamkeit ganz bei sich und im eigenen Körper anzukommen. Und mal nur zu spüren, wie es sich anfühlt, hier zu sitzen, bewusst zu werden, dass der Körper hier auf dem Stuhl in diesem Moment im Raum sitzt, mal die Kontaktbereiche spüren, des Gesäßes mit der Stuhlsitzfläche, Kontakt der Fußsohlen am Boden. Nehmen Sie sich gerne auch einen Moment Zeit, mal zum Rücken und zum Nacken zu spüren und wahrzunehmen, wie die Empfindungen da jetzt gerade sind. Die Empfindung im Kopf und Gesicht. Und dann bringen Sie die Aufmerksamkeit nun zum Atemfluss, um zu spüren, wie der Atem ganz natürlich, ganz von selbst in den Körper hineinfließt und aus dem Körper wieder herausströmt. Ohne dass wir daran etwas verändern müssten, ohne dass wir was tun müssten, einfach zu spüren, wie sich das jetzt hier gerade anfühlt. Wo im Körper spüren Sie die Atmung? Vielleicht ist das der Bereich des Naseneingangs, wo so etwas kühlere Luft in den Körper einströmt und etwas wärmere Luft wieder rausfließt. Vielleicht ist das der Brustkorb oder der Bauchraum, wo sich die Bauchdecke hebt mit der Einatmung und mit der Ausatmung wieder zurückfällt. Um so für einige Atemzüge einfach im Kontakt mit diesen Empfindungen zu sein. Vielleicht bemerken Sie dann nach einigen Momenten, dass die Aufmerksamkeit davongewandert ist, nicht mehr bei der Atmung ist, sondern irgendwo in einer Geschichte weggelaufen ist. Und wenn Sie das bemerken, dann bringen Sie die Aufmerksamkeit ganz geduldig, freundlich und stetig wieder zurück in diesen Moment, zu diesem einen Atemzug, der jetzt gerade fließt. Und wenn wir jetzt zum Ende unserer ganz kurzen Übung kommen, dann dehnen Sie die Aufmerksamkeit auch nochmal in den ganzen Körper aus, um zu spüren, wie sich es jetzt anfühlt, hier zu sitzen.
Und bring die Aufmerksamkeit dann auch wieder nach außen, mal die Luft zu spüren, die den Körper umgibt, die Geräusche im Raum wahrzunehmen. Vielleicht möchten Sie mal einen etwas tieferen Atemzug nehmen. Und wenn Sie bereit sind, dann öffnen Sie die Augen. Vielleicht mögen Sie sich nochmal räkeln und strecken, etwas Bewegung in den Körper bringen. Wie geht's Ihnen? Gut. Ich weiß nicht, ob das bemerkbar war, dass der Geist sehr schnell wandern kann. Hat jemand bemerkt, wie der Geist davongewandert ist? Es ist häufig ein Erleben, dass einfach der Geist, wie wir schon gesagt haben, sehr schnell wieder bei was anderem ist. Und somit gehen wir davon aus und auch in der Forschungsliteratur davon aus, dass eben eine wichtige Komponente der Achtsamkeitspraxis das Training der Aufmerksamkeit ist, erstmal als Grundlage. Und das ist ein Bereich, der in unserer Gesellschaft einfach zunehmend wichtig und zunehmend relevant wird. Denn wir sind einer enormen Reizüberflutung ausgeliefert. Oft kommen die Nachrichten auf unterschiedlichen Kanälen gleichzeitig rein. Wir tun verschiedene Sachen auf einmal und immer mehr Menschen fühlen sich einfach zerstreut und es wird schwieriger, wirklich bei der Sache zu bleiben. Und dabei ist das so eine wichtige Fähigkeit, dass wir die Fähigkeit haben, wirklich bei dem zu sein, von dem wir denken, dass es gerade relevant ist. Dass wir die Aufmerksamkeit da halten, wo wir denken, da möchten wir gerade auch die Aufmerksamkeit bringen. Achtsamkeits- oder Meditationspraxis ist im ersten Schritt typischerweise immer auch ein Aufmerksamkeitstraining. Das heißt, wir üben uns immer wieder darin, die Aufmerksamkeit zurückzubringen. Und deswegen hat sich auch die Forschung mit der Frage beschäftigt, wird dann die Aufmerksamkeitsregulationsfähigkeit tatsächlich verbessert mit Meditation oder auch mit Achtsamkeitspraxis? Und auch da ist die Literatur gemischt, aber man geht davon aus, relativ früh in der Praxis schon wird eine Aufmerksamkeitsregulationskomponente gestärkt, die sich die exekutive Aufmerksamkeit nennt. Und das ist die Fähigkeit, eben bei dem zu bleiben, was wir verfolgen möchten, und Störreize auszublenden. Und hier sehen wir eben in den Studien, dass erfahrene Meditierende eine bessere Leistung zeigen, wenn es zu solch Aufmerksamkeitstests kommt. Und wir sehen auch, dass schon relativ kurze Trainings zur Verbesserung führen können. Hier muss man allerdings auch sagen, auch hier ist die Literatur noch gemischt und ein wirklich zuverlässiger Nachweis steht noch aus. Aber es gibt viele positive Berichte. Wir haben uns nun gefragt, wie sieht das denn im Gehirn aus? Und wir wissen, im Gehirn gibt es eine Region, die wichtig dafür ist, die exekutive Aufmerksamkeit zu unterstützen. Und diese Region nennt sich der anteriore zinguläre Kortex oder ACC. Und der sitzt hier hinter der Stirn in der Mitte, also auf beiden Hemisphären, so etwas hinter der Stirn. Dieses wäre jetzt so ein Schnitt durchs Gehirn, das in die Richtung schauen würde. Der ACC hat verschiedenste Aufgaben, aber er ist eben wichtig, vor allem auch, um die exekutive Aufmerksamkeit zu unterstützen. Was heißt exekutive Aufmerksamkeit? Ja, das ist diese Form von Aufmerksamkeit, die, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, bei etwas zu bleiben, die dafür sorgt, das zu verteidigen sozusagen. Also sowas, man nennt das manchmal Conflict Monitoring auch, wo man wie monitort, ob andere Reize stören, also die Aufmerksamkeit abziehen und die Fähigkeit, diese anderen Reize ausblenden zu können und bei meinem Ziel zu bleiben, das wäre die exekutive Aufmerksamkeit. Und es wird danke für die Frage nochmal. Das wird unterschieden von anderen Formen der Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel die Vigilanz, also wirklich daueraufmerksam zu sein, oder auch, was sich Orienting nennt, das wäre so ein Verschieben von Aufmerksamkeit zu unterschiedlichen Stimuli im Feld. Also das ist so eine der wichtigen Komponenten der Aufmerksamkeit. Und hier stellt sich jetzt die Frage, gibt es einen Unterschied in der Aktivierung in dieser Hirnregion nach Achtsamkeitspraxis? Dazu gibt es inzwischen ein paar Studien
Und derzeit gehen wir davon aus, ja, der anteriore zinguläre Kortex wird durch Meditationspraxis gestärkt. Das sind einfach beispielhaft drei Studien, die das zeigen. Hier haben wir in Gießen einen Vergleich gemacht zwischen erfahrenen Meditierenden und Nicht-Meditierenden und sehen, dass während der Atemachtsamkeit, der Übung, die wir gerade gemacht haben, diese Hirnregion stärker aktiviert ist bei den erfahrenen Meditierenden. Wir sehen auch, dass ein relativ kurzes Training schon diese Aktivierungsmuster hier erhöhen kann. Und wir sehen sogar in manchen Studien, dass der Kortex ein bisschen dicker geworden ist in den Bereichen des anterioren zingulären Kortex bei erfahrenen Meditierenden, bei Zen-Meditierenden. Und so unterm Strich in Meta-Analysen kommt man eben zu dem Ergebnis, wir gehen derzeit davon aus, dass der anteriore zinguläre Kortex gestärkt wird. Nun ist es relevant wirklich für alle von uns, denn das brauchen wir im Alltag immer wieder, ob das Situationen sind, wo wir die vielleicht die Schreibtischnachbarin beim Telefonat ausblenden wollen in einem Großraumbüro, wo wir bei unserer Arbeit bleiben müssen, oder ob wir ein Gespräch führen und den Gesprächsfaden behalten wollen. Für solche Situationen braucht man die exekutive Aufmerksamkeit. Besonders relevant ist es aber auch für Menschen, die Defizite da haben. Und das sind eine ganze Reihe von Menschen, zum Beispiel mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung, mit Depressionen oder manisch-depressiven Erkrankungen oder auch Suchterkrankungen. Da sehen wir also wirklich, dass auch die Menschen Schwierigkeiten haben, diese Hirnregion so hoch zu fahren, und eben entsprechend Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsregulation. Also hier naheliegend, dass man diese Menschen gerade damit unterstützen kann, auch mit der Achtsamkeitspraxis. Das heißt, das wäre so einer der großen Bereiche der Mechanismen. Wenn Sie Fragen haben, dann unterbrechen Sie mich gerne auch zwischendrin. So, wir haben zwar am Ende auch noch längere Zeit für eine Diskussion, aber so kurze Verständnis zwischen Fragen gerne mittendrin. Ja. Ja, man muss sagen, in den Literatur, die ich jetzt zeige, ist das oft sehr unterschiedlich gehandhabt. Also ich spreche über Achtsamkeitsmeditation und alles, was ich hier zeige, ist Achtsamkeit, aber nicht notwendigerweise MBSR. Also das sind jetzt hier zum Beispiel auch Studien, wo Zen-Meditierende untersucht wurden. Das fällt auch unter Achtsamkeitspraxis. Oder Meditierende in der Vipassana-Tradition. Aber das spricht tatsächlich schon einen Problembereich unserer Literatur an auch. Es werden sehr unterschiedliche Sachen untersucht. Und weil es eben noch relativ wenig Studien gibt, müssen wir die zusammennehmen, um irgendwie einen Eindruck zu bekommen. Ja, also es ist alles Achtsamkeit im weitesten Sinne. Danke. Ja. Ja, also ich würde hier Achtsamkeitsmeditation als einen Bereich der Meditation verstehen. Es gibt andere Formen, zum Beispiel, wo eher visualisiert wird oder wo mit Mantren meditiert wird oder so. Das würde jetzt nicht hier drunter fallen. Aber das, was wir in der Literatur sehen, dort wird hauptsächlich im Moment die Achtsamkeitsmeditation untersucht. Ja, aber im weiteren Sinne eigentlich noch, denn die gab es ja auch schon wesentlich vor ihm. Also so Sachen wie Vipassana-Meditation würde darunter fallen, auch Zen-Formen von Meditation, tibetische Formen der Meditation. Eigentlich immer, wenn diese Haltung der Offenheit, der Neugierde mit der Erfahrung im gegenwärtigen Moment gemeint ist. Danke. Ja, und dann würde ich zum zweiten Themenbereich kommen, nämlich die Emotionsregulation. Und beides, denke, bei der Aufmerksamkeit ist es eingängig, dass das was ganz Zentrales ist, was wir für unseren Alltag brauchen, um auch gut in der Welt zurechtzukommen. Genauso mit den Gefühlen, in der Regulation unserer eigenen Gefühle. Das ist einfach ein Bereich, der ganz zentral ist. Und wenn wir hier sehen, dass wir mit unseren Gefühlen in einer gesündere Art und Weise in Kontakt kommen können, dann ist das ein ganz wesentlicher, zentraler Bestandteil dafür, warum auch Achtsamkeitspraxis so breite Effekte haben kann.
Ja, Emotionsregulation im Gehirn, und ich möchte hier mal eine grobe schematische Darstellung vorstellen von dem, was wir vermuten, wie Emotionsregulation im Gehirn funktioniert. Und zwar anhand eines Beispiels. Wir sind bei einem Waldspaziergang unterwegs und da begegnet uns diese Schlange. Jetzt wird sehr schnell im Gehirn werden diese Reize über den visuellen Kortex weitergeleitet und sehr schnell, bevor uns das irgendwo bewusst wird, feuert hier ein Teil unseres limbischen Systems, nämlich die sogenannte Amygdala oder der Mandelkern, der uns hilft, potenzielle Gefahren zu entdecken und darauf zu reagieren. Und die Amygdala wird also jetzt in ihrer Aktivierung hochgefahren und meldet Signale weiter über den Hirnstamm und an den Körper, um jetzt im Körper den Kampf- oder Fluchtmodus, also unsere Stressreaktion, zu bewirken, hochzufahren. Das passiert ganz schnell und ohne, dass wir da erstmal viel auch bewusst erleben in dem Moment. Was jetzt hier bei unserem Waldspaziergang passiert, ist, dass wir sehr schnell merken, das ist keine Schlange, das ist eine Blindschleiche, es geht keinerlei Gefahr aus von dieser Schlange hier. Und das wird ein bisschen später, es passiert oft sehr, sehr schnell und sehr unwillkürlich, es wird oft ein bisschen später gemeldet, und hier kommt jetzt der präfrontale Kortex rein, der Teil unseres Gehirns, der uns dabei hilft, unsere Gefühle zu regulieren. Das sind also die höher entwickelten Bereiche des Gehirns, die wichtig sind, um Argumente gegeneinander abzuwägen, moralische Urteile zu treffen, also komplexere Funktionen und eben auch unsere Gefühle zu regulieren. Wichtig ist jetzt hier, der präfrontale Kortex meldet nun Signale an die Amygdala weiter, um zu sagen, es ist alles in Ordnung. Du darfst dich wieder abkühlen, du darfst wieder runterfahren in der Aktivierung. Es geht keine Gefahr aus von der Situation. Das heißt, wichtig für die Gefühlsregulation ist, dass der präfrontale Kortex gut funktioniert und dass diese Kommunikation zwischen präfrontalem Kortex und der Amygdala gut funktioniert, dass hier die Signale richtig weitergeleitet werden. Was wir sehen, wenn Menschen so Richtung, also einfach überreizt sind, vielleicht sich eine Angststörung entwickelt, ist, dass es zu einer Hyperaktivierung, also zu einer zu starken Aktivierung der Amygdala kommen kann, und dass dieser regulative Einfluss vom präfrontalen Kortex wegfallen kann. Und das ist einfach so, das sind so diese Lebensphasen, wo Menschen berichten, dass alles als stressig erlebt wird, sei es der schimpfende Chef oder die Partnerin zu Hause oder die Kinder, die streiten, und wir fahren unsere Amygdala hoch bei jeder kleinsten, auch stressigen Begebenheit und sind so in einem Daueranspannungszustand, wenn diese Regulation nicht gut funktioniert. Hier ist jetzt die Möglichkeit für eine achtsame Emotionsregulation. Und das heißt jetzt hier im ersten Moment mal innezuhalten und zu bewusst zu werden über die eigenen Gefühle. Also erstmal zu spüren, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und das ist ja oft gar nicht so trivial, denn wir gehen oft sehr schnell über unsere Gefühle hinweg und spüren vielleicht gar nicht, was eigentlich gerade in uns los ist. Das heißt, bewusst zu erleben und dann eben den Empfindungen mit dieser Haltung von Zugewandtheit und Offenheit und Akzeptanz zu begegnen. Und wir haben eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, bei Angstpatienten, wie das Gehirn, die Hirnaktivierungsmuster sich verändern mit Achtsamkeitspraxis. Wir haben hier den Effekt des Mindfulness-Based Stress Reduction Kurses untersucht, und der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, aber ganz kurz zur Einordnung für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen. Es ist ein 8-wöchiges Gruppenprogramm mit einem 2,5-stündigen Treffen pro Woche und wird ja auch hier angeboten von Michael Seidlinger. Das heißt, es ist Ihnen vermutlich irgendwo auch schon der Begriff vertraut.
Es werden dort formelle Übungen vermittelt, wie Sitzmeditationen, Bodyscans, achtsame Bewegungen, Gehmeditationen. Und es kommen Themen, so psychoedukative Themen hinzu, wo über Wahrnehmung gesprochen wird, über den Umgang mit Stress, Stressphysiologie und auch Kommunikation. Wie kann achtsamer kommuniziert werden? Informationen gibt es zum Beispiel beim MBSR-Verband in Deutschland. Und wir haben jetzt unsere Patienten mit einer generalisierten Angststörung in unserer Studie durch diesen 8 Wochen MBSR-Kurs geführt. Generalisierte Angststörung ist hier eine Angsterkrankung, wo die Menschen verschiedenste Lebensbereiche mit Angst erleben. Das heißt, die Angst hat sich hier schon generalisiert auf unterschiedlichste Lebensbereiche und es wird so ein sehr häufiges oder dauerndes Anspannungsniveau erlebt von den Patienten. Wir haben jetzt vor und nach dem MBSR-Kurs die Leute in den Scanner gelegt, in den Kernspintomographen und dann geschaut, wie funktioniert das Gehirn? Wie sehen die Aktivierungsmuster aus? Und gerade uns die Zusammenarbeit zwischen der Amygdala und dem präfrontalen Kortex angeschaut, um zu gucken, wie verändert sich das über die Zeit im Zusammenhang mit schwierigen Bildern. Also die haben emotionale Gesichtsausdrücke, Fotos gesehen und wir haben geschaut, wie reagiert das Gehirn darauf und wie verändert sich das mit Achtsamkeitspraxis. Und was wir hier gesehen haben, war eine ganz beeindruckende Veränderung. Nämlich haben wir gesehen, dass nur das Achtsamkeitstraining und nicht unsere aktive Kontrollgruppe, die wir auch hatten, also wir hatten auch so ein Stressreduktionsprogramm zum Vergleich, nur das Achtsamkeitstraining hat dazu geführt, dass die Aktivierungsmuster zwischen präfrontalem Kortex und Amygdala enger miteinander getaktet waren. Das heißt, man schaut sich hier an, wie eng kommunizieren die miteinander sozusagen funktionell. Wie sind die Aktivierungsmuster aufeinander abgestimmt? Und hier sehen wir, dass nach dem Achtsamkeitstraining diese Aktivierungsmuster deutlich besser miteinander synchron laufen im Vergleich zu vorher und auch im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das heißt, genau das, von dem wir wissen, dass es wichtig ist für die Emotionsregulation, sehen wir hier tatsächlich auch über 8 Wochen schon im Gehirn diese Veränderung. Das geht auch einher mit einer Reduktion der Angstsymptome. Das heißt, je mehr diese Hirnkopplung hier zugenommen hat, desto mehr waren die Leute in der Lage, auch die Angstsymptome zu reduzieren. Das heißt, das ist tatsächlich auch was, was relevant ist fürs Wohlbefinden, für die Angstsymptome hier in diesem Fall. Das sind also die Befunde zur Emotionsregulation, auch ein sehr weites Feld, wo ja so die ersten Schritte gegangen werden, aber einfach auch viele Fragen noch offen sind. Haben Sie denn jetzt Fragen an dieser Stelle? Ja. Aber dieses Training muss dann aber auch weitergeführt werden, um wirklich wirkungsvoll zu sein. Ja. Das fühlt sich einfach auf, um das Training zu machen. Das ist oft so, die Forschung schaut sich dann den Effekt von 8 Wochen an und die Frage ist immer, wie geht's weiter? Und wir gehen schon davon aus, das ist eine Praxis, das ist eine Lebenspraxis, das ist ein Lebensweg, der auch weiter gegangen werden muss, damit das weiter wirksam sein kann. Es ist einfach so ein Prinzip von use it or lose it. Also manchmal berichten Menschen schon auch, dass wirklich wie so eine Veränderung der Perspektive passiert, die sich auch weiterträgt. Aber typischerweise ist schon so gedacht, dass man das auch weiterführt. Ja. Ja. Also ich kenne keine jetzt, es ist immer auch die Frage, was man sehen, also welche Variablen man sich anschaut. Ich hatte ja vorhin gezeigt, wir sehen schon, dass mehr Praxis dann tatsächlich auch bessere Effekte bewirkt, aber jetzt eine Zahl zu sagen, wie lange muss man üben am Tag um X, das ist sehr individuell verschieden und da gibt es also so keine klaren Antworten darauf. Kommt immer darauf an, auch um was es geht. Ob man einfach ein Wohlbefinden erhöhen möchte oder wirklich Depressionen reduzieren oder so. Das ist ja sehr individuell verschieden, würde ich sagen. Ja? Der Hippocampus gehört auch zum limbischen System. Ja, zu dem komme ich gleich.
Zu dem komme ich gleich. Ich wollte die Frage abschließen, was welche Rolle spielen dann Mikroablagerungen im limbischen System, also im Präfrontallappen oder im Hippocampus, also an den Gefäßablagerungen, auf die Wirksamkeit einer solchen Untersuchung? Ui, das... Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Tut mir leid. Hatten Sie noch eine Frage? Ja, Sie haben darauf hingewiesen, dass dass durch dieses Achtsamkeitstraining, dass es auch gut wirkt bei Angststörungen. Ja. Und ist da nicht auch die Gefahr, dass man eben so eine Angststörung, die ja einen Grund hat, dass man die wegmeditieren möchte? Also wir gehen nicht davon aus, dass das ist auch nicht das, was... Psychotherapie oder wie auch immer. Also wenn Sie meinen Grund... Vielleicht da muss ich da noch genauer nachfragen. Meinen Sie jetzt Ängste vor tatsächlichen Gefahren wie Schlangen oder Lastwagen, die auf uns zu... Ich habe das so verstanden, dass bei Angststörungen ja. auch sich positiv aus... Ja, das stimmt auch. Ja, Sie haben darauf hingewiesen, dass dieses Achtsamkeitstraining sich positiv auswirkt bei ja. Angststörungen. Und da könnte der Gedanke aufkommen, dass man es anstatt einer Psychotherapie oder wie auch immer ja. so als Ersatz nimmt. Okay, und das, verstehe. Würde ich jetzt erstmal ein bisschen dass, gefährlich. Dass nicht wirklich nehmen. Bearbeitet wird, was auch genau, für, ja. genau. Nein, wahrscheinlich ja, so mehr ist als, es. Als Begleitung. Genau, es ist so gedacht, dass es begleitend, also bei wirklich auch stärkeren Erkrankungen oder gerade wenn sowas wie Traumaerfahrungen in der Vergangenheit da sind, dass man es begleitend zu einer Psychotherapie macht oder sehr individuell, also dass man mit dem Therapeuten angeleitete Achtsamkeitsübungen macht. Und es ist da wichtig, aber es ist ein guter Punkt und es ist eine feine Linie ja auch zu diesem Wegmeditieren wollen oder über was hinweggehen wollen. Und da, das ist nicht der Weg, sondern es geht ja darum, auch gerade mit dem zu sein, was schwierig ist. Und was wir aber sehen, ist, dass dieses freundliche, offene, liebevolle Sein mit dem, was schwierig ist, gerade dazu führen kann, dass sich das auch wieder löst. Und das ist in der Psychotherapie einfach sehr gut dann zusammen eingesetzt werden kann. Ja, danke. Ja, dann möchte ich hier auf den Bereich Stress zu sprechen kommen und Stressreduktion. Und das ist auch so ein brennendes Thema in unserer Zeit. Das braucht man niemandem zu erzählen. Die Prävalenz, das Vorkommen von Stress ist drastisch und natürlich stellt das eine Gefahr für die Gesundheit dar. Und hier zeigen Meta-Analysen immer wieder, dass Achtsamkeit zu einer Reduktion von Stress führen kann. Häufig vergleichbar mit anderen Stressreduktionsprogrammen. Stress im Gehirn, da möchte ich kurz was zu sagen. Stress, wenn wir Stress erleben, also subjektiven Stress, dann steigen die Cortisolspiegel im Körper und die wirken auch im Gehirn. Und in kleinen Mengen ist es durchaus sinnvoll und beflügelnd, weil es uns ja in die Lage bringt, auch mit dem Stress umzugehen. Das heißt, der Körper reagiert entsprechend drauf. Kleine Mengen von Stress sind kein Problem. Schwierig wird es immer dann, wenn Stress über lange Zeit zu stark wird oder wenn der Stress chronisch wird. Denn wenn Cortisolspiegel auch im Gehirn länger wirken, dann wissen wir, die haben richtig destruktive, gewebeschädigende, gewebezerstörende Effekte und Neurone können absterben, zum Beispiel im Hippocampus, wenn die Cortisolspiegel zu lange zu hoch sind. Also hier wird wirklich auch Gewebe geschädigt. Damit einhergehend sehen wir bei verschiedenen Erkrankungen, dass es weniger graue Substanz gibt im Hippocampus, zum Beispiel bei Depressionen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung sehen wir das. Nun ist das Schöne auf der anderen Seite,
Der Hippocampus hat auch eine wunderbare Fähigkeit, Gewebe wieder zu regenerieren. Wir wissen, im Hippocampus ist es sogar möglich, dass neue Neuronen entstehen können. Aber die graue Substanz kann sich so auch wieder regenerieren. Wenn der Stress aufhört, wenn wir was Neues lernen, was hinzulernen, dann entsteht hier auch verstärkt wieder Volumen in der grauen Substanz. Der Hippocampus ist von der Funktion her vor allem bekannt für seine Rolle fürs Gedächtnis. Er spielt aber auch eine wichtige Rolle bei Gefühls- und Emotionsregulationsprozessen. Dafür brauchen wir auch den Hippocampus. Und wir haben uns hier jetzt gefragt, wenn wir sehen, dass mit Stress der Hippocampus Schaden nimmt, wie sieht es dann mit einem Stressreduktionsprogramm aus, mit einem MBSR-Kurs? Kann hier eventuell auch die Dichte der grauen Substanz wieder zunehmen? Also verändert sich hier die Struktur auch im positiven Sinne. Für die Studie haben wir Probanden erhoben am Center for Mindfulness, von dem Center, was John Kabat-Zinn gegründet hat, haben die in Boston in den Scanner gelegt. Das waren gesunde, aber recht hochgestresste Leute und haben vor und nach dem Kurs strukturelle Hirnaufnahmen gemacht, die verglichen auch mit einer Warteliste-Kontrollgruppe. Und was wir hier gefunden haben, war, dass schon in diesen 8 Wochen wir sehen, dass die Dichte der grauen Substanz im Hippocampus signifikant zunimmt. Im linken Hippocampus, das sind einfach 3 verschiedene Schnittebenen durchs Gehirn, aber gelb gekennzeichnet immer diese Stelle im Hippocampus, wo wir sehen, dass es eine signifikante Zunahme gibt. Also hier hat die Dichte der grauen Substanz zugenommen über die 8 Wochen. Wir wissen auch aus anderen Studien, das ist ein Befund, den wir auch finden, wenn wir zum Beispiel erfahrene Meditierende vergleichen mit Nicht-Meditierenden. Auch da sehen wir und in Meta-Analysen sehen wir, das scheint ein recht gut gestützter Befund zu sein derzeit schon. Und es ist, also als ich diese Daten gerechnet habe und das gesehen habe, ich war schwer beeindruckt zu sehen, unser Gehirn in 8 Wochen zeigt solche Veränderungen. Nun ist es aber wichtig dazu zu sagen, Achtsamkeit ist nicht das Einzige, was Plastizität im Hippocampus bewirkt, sondern ganz ähnliche Veränderungen finden wir auch in anderen Kontexten. Es hört sich manchmal in den Medien so an, als würde nur Meditation Veränderungen im Gehirn bewirken, und so ist es natürlich nicht. Wir sehen Neuroplastizität nach anderen Trainings. Eine Studie fand ich sehr eindrücklich, die hat eben ganz ähnliche Befunde gehabt wie wir. Die sehen auch im Hippocampus eine Zunahme der grauen Substanz und hier in Regionen des präfrontalen Kortex, also so dorsolateral, das sind so Regionen hier vorne, und kommen zu dem Schluss in ihrer Studie, dass ihre Intervention eingesetzt werden könnte, um Risikofaktoren für psychische Erkrankungen entgegenzuwirken. Diese Bilder sehen wirklich ganz ähnlich aus, was man so nach Meditation erwarten könnte. Nun ist die Frage, was haben die in dieser Studie trainiert? Und die Auflösung ist, die haben Super Mario Brothers gespielt für 8 Wochen. In ungefähr gleichem Umfang wie die Leute, die in unserer Studie meditiert haben, könnten sie sich also auch vor den Computer setzen, wenn sie nun Veränderungen im Hippocampus möchten. Das heißt, das allein kann nicht unser Zielkriterium sein. Und ich führe das jetzt auch an, weil ich finde, es ist ganz anschaulich, um zu verstehen, nur dass sich das Gehirn irgendwo verändert hat, heißt noch nichts Tolles. Also wir wollen ja verstehen, was hat das dann für einen Hintergrund? Mit was für Veränderungen auch im Verhalten geht es einher? Geht es den Leuten besser? Können die sich besser erinnern oder besser ihre Gefühle regulieren? Fühlen die sich wohler in der Welt und in ihrem Leben? Das heißt, da ist noch viel zu tun und noch viel zu verstehen, um einordnen zu können, was jetzt diese Veränderungen im Gehirn auch genau eigentlich bedeuten. Und da gibt es also eine Reihe von offenen Fragen, die auch so wirklich im Meditationsforschungsfeld jetzt wesentlich sind, dass wir die ansprechen. Erstens der Zusammenhang mit Verhaltensveränderungen. Wenn wir graue Substanz im Hippocampus oder irgendwo anders sehen, mit was geht das einher?
und die Spezifität auch. Achtsamkeit, der MBSR-Kurs ist ein sehr umfangreicher Kurs, was ihn ja auch so spannend macht. Also es wird dort einiges angesprochen von Aufmerksamkeitsregulation, Gefühlsregulation. Wir üben einfach unterschiedlichste Meditationsformen. Es ist eine Gruppenintervention, es sind psychoedukative Elemente dabei und. Was wirkt wie? Und da versuchen wir einfach gerade auch mehr zu verstehen, was es damit auf sich hat. Und ich habe, weil es schöne Forschung gibt zu diesen Fragestellungen, Ihnen jetzt Folien mitgebracht von dem tollen, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, ein riesen Forschungsprojekt am Max-Planck-Institut in Leipzig unter der Leitung von Tanja Singer, die wirklich ein ganz tolles Projekt da auf die Beine gestellt hat. Da kommen jetzt langsam so die ersten Papers raus, die veröffentlicht werden. Und hier habe ich Ihnen jetzt mal Befunde mitgebracht. Was sie gemacht hat, ist, sie hat ihre Versuchsteilnehmer durch ein 9-monatiges Training gebracht. Und da sehen wir schon, in 9 Monaten kann man natürlich ganz andere Sachen abbilden als in den 8 Wochen MBSR-Kurs. Das heißt, der Umfang ist hier viel größer. Sie hat eine wunderbar große Stichprobe erfasst von über 300 Leuten, die durch die Studie gegangen sind. Und was sie gemacht hat, ist, sie hatte so 3 Module, die Leute mitgemacht haben. Das erste, so ein Presence nennt sie das, wo Aufmerksamkeit und Gewahrsein trainiert werden, zum Beispiel durch eine Atemachtsamkeit oder den Bodyscan, wirklich Aufmerksamkeit zu schulen und Körpergewahrsein. Der zweite Teil, ein Affect-Teil, wo viel liebende Güte-Meditation geübt wird, Empathie, Mitgefühl für andere. Und als drittes ein Perspective-Teil. Da sind die Leute also trainiert worden, ihre eigenen Gedanken zu beobachten, wie einen inneren Abstand auch zu nehmen von dem Denken als Prozess und auch Perspektivübernahme zu trainieren, indem sie sich in Dyaden zusammengesetzt haben, geschaut haben, wie erleben unterschiedliche Teile in mir Dinge unterschiedlich. Das heißt, sie hat das untergliedert in diese 3 Teile und hat dann jeweils auch untersucht, wie verändert sich das Gehirn in seiner Struktur als Folge dieser Praxis? Und hier jetzt die Abbildung, die uns zeigt, das, was geübt wird, ist schon sehr entscheidend. Hier wieder farbkodiert, gelb dieser Presence-Block, die Aufmerksamkeit. Hier sehen wir auch Veränderungen zum Beispiel im anterioren singulären Kortex, über den wir schon gesprochen haben. Also gerade wenn die Aufmerksamkeit und dieses Gewahrsein trainiert wird, dann nimmt hier der Kortex ein bisschen in seiner Dicke zu, wie Tanja Singer zeigen kann. Dieser Affect, also der Mitgefühlsteil, wo auch, das entspricht ganz gut dem, was wir so von der Funktion dieser Hirnregionen wissen, wo eben entsprechende Hirnregionen auch sich hier strukturell verändern und wieder anderen in diesem Perspective-Taking-Teil, wo wir also hier in die grünen Flecken sehen, dass wieder andere Veränderungen stehen. Das, um zu zeigen, was geübt wird, ist entscheidend. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Da war eine Frage im Raum, was schauen wir uns hier eigentlich an? Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Wenn wir das alles in einen Topf werfen, dann ist es schwierig, genau zu verstehen, was passiert. Tanja Singer hat auch zeigen können, dass diese Veränderungen hier im Gehirn tatsächlich ganz gut einhergehen mit Verhaltensveränderungen. Das heißt, die Veränderungen, die sie nach dem Presence-Teil sieht, gehen auch einher mit Veränderungen in der Aufmerksamkeitsregulationsfähigkeit oder Regionen hier in der rechten anterioren Insula, die nach dem Affect, also nach der liebenden Güte-Meditation auftauchen, gehen dann tatsächlich auch damit einher, dass die Leute mehr Mitgefühl mit anderen berichten. Das ist also ein Beispiel für eine wirklich sehr schön gelungene Studie und hier kommen so die ersten Schritte auf, dass wir besser verstehen, was passiert. Wir sehen ja jetzt die Bilder immer im Endzustand nach 9 Monaten Training. Mich würde interessieren, wie groß waren denn die farbigen Flecken zu Beginn? Also das, was wir hier als farbige Flecken sehen, das sind immer die statistischen Bilder der Effekte. Das heißt, das ist im Augen, wenn man sich das mit bloßem Auge anschaut, vorher, nachher sieht man erstmal gar nichts, realistisch gesehen. Denn das sind wirklich kleine Veränderungen, die
eben auftauchen, wenn man eine riesen Stichprobe hat und dann im Mittel abbilden kann, wie groß die Effekte sind. Und was jetzt hier farbkodiert wird, sind die statistischen Effekte. Das heißt, das sind jeweils die Regionen, die jetzt zugenommen haben, statistisch signifikant zugenommen haben nach diesem Modul, was die Leute gemacht haben in der Zeit. Das ist aber auch, man stellt sich das so vor, dass man da tatsächlich was sehen kann, und das ist nicht der Fall. Also mit bloßem Auge sieht man da erstmal gar nichts, was wahrscheinlich auch ganz gut ist, denn wir wollen auch nicht, dass das Gehirn plötzlich aus allen Nähten platzt. Also das sind natürlich minimale Veränderungen. Ja. Ja. Hat man das mit diesem Mario-Ballas-Effekt mal verglichen? Verglichen nicht, das wäre eine spannende Studie. Ja. Was sie untersucht haben bei dem Super Mario Brothers, bei der Studie, war, dass sie gefunden haben, diese Veränderungen im Gehirn gingen auch damit einher, dass sie dann besser durch das Labyrinth navigieren konnten. Und man weiß schon, im Hippocampus sitzt auch die Fähigkeit zum räumlichen Navigieren. Also das hat man damit in Zusammenhang gebracht. Denn so Hirnregionen, die sind ja immer für viele Dinge zuständig. Das ist ein unheimlich komplexes Geschehen. Aber vergleichende Studie Super Mario Brothers und Meditation gibt es noch nicht. Ja, ja, total, absolut, absolut. So ein bisschen geht das ja in die Richtung, dass die Tanja Singer hier geschaut hat, wir trainieren unterschiedliche Sachen und gucken, dann gibt es da differenzielle Effekte auch aufs Verhalten. Das kann man hier so ganz schön sehen. Ja. Also ich muss gestehen, ich kenne es gar nicht. Es ist einfach ein Computerspiel, wo man irgendwie, glaube ich, ein Männchen, weiß nicht, ob da jemand helfen kann. Ich kann das Bild nochmal zeigen. Irgendwie lenkt man dieses Männchen hier durch die Gegend. Ich weiß es nicht. Also ich kenne das jetzt so nicht, aber es kann hüpfen oder sowas. Ja. Vielleicht irgendein Hindernis und dann... Vielleicht muss man Ballons abschießen so. Und damit man Punkte und ja, so. Genau. Ja, also es ist, ich weiß es auch nicht, aber da haben wir noch eine Frage. Kann so viel Achtsamkeitstraining selbst zum Stress führen? Ich weiß von 10 Leuten, wobei man das vielleicht nicht vergleichen kann, dass die Bewusstseinsstörungen bekommen. Ja. Das ist eine gute und wichtige Frage, und es ist eine Frage, mit der man sich noch nicht ausreichend beschäftigt hat. Aber es gibt eine Kollegin, eine Forscherin an der Brown University, die heißt Willoughby Britton, und die hat sich mit den adversen Effekten von Meditation auch beschäftigt. Und das sind nicht viele, also das sind nicht viele Fälle, wo das auftaucht, aber es sind auch immer wieder mal Fälle dabei, wo Menschen eben mit der Achtsamkeits- oder mit der Meditationspraxis nicht gut umgehen konnten. Wenn die Erfahrungen zu tief werden, ohne dass die gut auch in der Persönlichkeit integriert werden, dann kann das schon auch schwierig sein. Und es ist gut, da auch gerade von den Meditationslehrern ein Auge drauf zu haben, aber es passiert so selten, dass das nicht besonders gut untersucht ist. Aber es werden immer wieder einzelne Fälle beschrieben, vermutlich wo einfach auch Schwierigkeiten bestanden haben. Aber sie sagt, es gibt das auch bei Menschen, wo vorher überhaupt nicht sichtlich war, dass da Schwierigkeiten auftreten könnten. Ich hätte noch eine Frage. Vor etwa 30, 40 Jahren, da war die transzendentale Meditation ja so in, und ich hatte den Anschein, dass die damals schon sehr tiefgründige wissenschaftliche Forschung können Sie das bestätigen, und die Frage, die damit zusammenhängt, knüpft diese Untersuchungen heute, knüpfen die an damals an oder ist das ganz klar? Ja, die knüpfen wenig an tatsächlich, weil man so davon ausgeht, dass es doch was anderes ist, was trainiert wird. Und es ist eher EEG-Forschung gemacht worden, also Neuroimaging hat man da in dem Bereich nicht gemacht bei TM. Die Schwierigkeit, die noch hinzukommt, ist, dass das vor allem viel auch von Gruppen gemacht wurde, die sehr
begeistert waren von diesem TM, sodass man da so ein bisschen so ein Bias vermutlich schon auch drin hat. Ja. Ja. Könnte man sagen, dass diese Art von Übung auch bei Menschen gilt, die zum Beispiel psychisch krank sind und in der Neurologie behandelt werden, medikamentiv? Dass sie effektiv sein kann? Nein, ob das dann auch effektiv ist, diese Übungen zu machen. Ja, durchaus. Also man muss dann einfach ein bisschen anders vorgehen bei vielen Erkrankungen. Man würde vielen Patientengruppen nicht empfehlen, in so ein allgemeines MBSR-Programm zu gehen, sondern dann spezifisch therapeutisch zu schauen, dass man in kleinen Dosen beginnt, dass es machbar ist. Aber wir sehen das in vielen auch Gruppen bei kranken Menschen, dass das... Ich sehe, dass die auch mit manchmal ist das, also in manchen Fällen kann das eine Voraussetzung sein dafür, dass man überhaupt mit der Meditationspraxis beginnt. Und in manchen Fällen ist es vielleicht auch so, dass man schauen kann, ob man dann auch Dosen reduzieren kann oder auch nicht. Also das, ja. Schaden tut es in den allerwenigsten Fällen. Und es ist ein schönes Tool. Ich habe noch ein paar Folien. Haben wir noch ein bisschen? Ich würde zum. Die Fragen später, genau. Das ist eine gute Idee. Ja, cool, danke. Also hier haben wir gesprochen, was geübt wird, ist entscheidend. Und was wir hier sehen, was ich auch so schön fand an Tanja Singers Studie, sie stellt diese Frage einmal der liebevollen, der mitfühlenden Empfindungen sehr in den Vordergrund und zum anderen dieses Perspective-Element, also das, wie kann ich Perspektiven auch verändern, gerade die Perspektiven, die ich auf mich und auf andere habe. Und damit kommen wir so zum letzten Teil dieses Modells, wo es auch um Selbstgewahrsein geht. Und ich meine hiermit die Frage, wie treten wir mit uns selbst in Kontakt? Wie nehmen wir uns bewusst wahr, aber auch welche Beziehung nehmen wir innerlich zu uns ein? Und hier liegt, glaube ich, ein ganz wesentlicher Wirkmechanismus der Achtsamkeitspraxis nochmal. Denn wir sehen das immer wieder, dass die Kursteilnehmer oder Meditierende auch berichten, dass die Perspektive, die sie auf sich selbst nehmen, sich deutlich verändert. Einmal sehen wir, dass es ein positiveres Selbstbild geben kann, das heißt ein besseres Selbstwertgefühl durch die Achtsamkeitspraxis. Wir sehen aber auch eine positive Veränderung im Selbstmitgefühl, also in der Art und Weise, wie wir freundlich mit uns selbst in Kontakt treten können, gerade wenn es auch schwierig wird im Leben. Und da haben wir häufig so ein Muster, ein schwieriges Muster, wo wir vielleicht uns selbst mit einer sehr kritischen inneren Stimme betrachten oder mit uns selbst sehr harsch umgehen, auch gerade wenn es schwierig wird. Hier ist die Frage, können wir lernen, mit uns selbst umzugehen und uns selbst so zuzureden, wie wir das vielleicht dem besten Freund zureden würden, auch wenn es nicht so gut geht. Also einfach liebevoll, freundlich, auch innerlich mit sich selbst umzugehen. Was wir auch sehen, ist, dass die Perspektive auf das Selbst sich in dem Sinne verändert, dass die Meditierenden, gerade sehr erfahrene Meditierende, berichten, dass sie weniger fest an dem Bild des eigenen Selbst festhängen. Also nicht so überidentifiziert zu sein mit dem, was wir von uns selbst uns für eine Geschichte zu erzählen, sondern sehen, dass ich mich mehr mit der Erfahrung identifizieren kann, also dass ich mehr in die Perspektive der Erfahrung kommen kann, anstatt so diese Geschichte über mich als Person aufrechtzuerhalten und zu füttern. Das ist so der Shift, den wir immer wieder sehen und hören. Und mit dieser veränderten Perspektive auf das eigene Selbst verändert sich natürlich auch die Perspektive auf andere. Denn ich kann erkennen, dass andere Menschen ja auch nicht so anders ticken als ich. Und die Stellen, wo ich selbst vielleicht hadere oder wo es mir schwierig ist, die erleben andere ja ganz genauso. Das heißt, wir sind in unserem Menschsein, sitzen wir wie im gleichen Boot. Und das zu erkennen, ist einfach ein wesentlicher Bestandteil. Und so berichten Praktizierende immer wieder mehr Verbundenheit auch mit anderen Menschen. Und wir sehen eben in den Studien, dass auch das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft sich verändern können. Eine schöne Studie gab es da auch von Kollegen aus Boston, die haben untersucht,
wie Menschen nach einem Meditationskurs, und zwar war das ein Achtsamkeits- oder Mitgefühlsmeditationskurs, wie hilfsbereit die waren im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Die hatten so ein Versuchsszenario aufgebaut, wo nach dem Meditationskurs die Leute zu den Nachtestungen ins Labor zurückkamen und in dem Wartezimmer war dann wie verborgen schon der Versuch aufgebaut. Da standen ein paar Stühle im Raum und auf allen Stühlen bis auf einem saß schon jemand, Mitarbeiter des Teams. Unsere Versuchsperson setzt sich also auf den letzten freien Stuhl und dann kommt jemand auf Krücken herein, der in Schmerzen stöhnt. Und die Frage ist, sind die Leute bereit, den Platz frei zu machen? Und hier haben sie gefunden, die Teilnehmer in den Meditationskursen, in beiden, Achtsamkeits- und Mitgefühl, waren fünfmal so häufig in dieser Position, dass sie den Stuhl frei gemacht haben. Also hier schon ganz beeindruckend ein Hinweis darauf, dass tatsächlich die Hilfsbereitschaft erhöht werden könnte. Fazit aus dem, was ich jetzt heute erzählt habe. Wir sehen vielversprechende Befunde in den Bereichen zum Beispiel Aufmerksamkeit, Emotionsregulation, Stressreduktion, Verbundenheit und Mitgefühl. Das sind Bereiche, die natürlich relevant sind, nicht nur für unsere Gesundheit und für die Art, wie wir unsere Arbeit erledigen, sondern sicher auch für unsere Gesellschaft im größeren Sinne. Viele Fragen sind noch offen. Das ist auch das Fazit, was ich jetzt ziehen möchte nach dem Vortrag. Und wir sind gerade so ganz am Anfang zu verstehen, was die neuronalen Mechanismen sein könnten, die der Achtsamkeitspraxis zugrunde liegen. Und damit danke ich Ihnen jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Und dann haben wir noch Raum für Fragen jetzt hier. Ja, Britta, vielen Dank für deinen Einblick, der sehr, sehr gut zum Mitgehen war und sehr angenehm Einblick gegeben hat in ein Forschungsfeld, das vielleicht viel komplizierter dargestellt werden könnte und dann viel anstrengender wäre. Und so war es richtigen Genuss, dir zu folgen und die vielen segensreichen Aspekte, die durch die Achtsamkeit auf uns kommen können oder mögen, zu lauschen. Ich mag gern das Feld eröffnen für Fragen. Du hast es ja schon so wunderbar gemacht, dass du diese ganz elegant Fragen zu deinem Vortrag mit eingeflochten hast, aber jetzt ist nochmal explizit auch Gelegenheit, um Ihre Fragen an Frau Hölzl zu bringen. Ich war ganz fasziniert, wie viele Bereiche es gibt, wo man Studien machen kann, Themenfelder und so weiter. Aber ich wollte vielleicht doch noch eins ergänzen, nämlich wie entstehen diese Bereiche, nämlich in der frühkindlichen Bindung und wo eben die Eltern die Regulationen sozusagen unterstützen, zeigen, wie es geht, mit Empathie, damit es dann, was auch noch beim letzten Bild kam, nämlich zu einer anderen Handlung bei den Kindern, bei ganz einfachen Tätigkeiten schon anders sind und ganz andere stabile Persönlichkeiten entstehen. Und da gibt es auch Studien dazu, also zum Beispiel Grossmann Regensburg von 1979, 22 Jahre Vergleichsstudie. Also auch zu dem Thema gibt es wunderbare Studien, wo man viele Fragen, die hier aufgetaucht sind, auch nochmal nachlesen kann. Oder auch hier in München Professor Brisch, der auch diese Themen aufgreift und wo man auch viele Sachen sich nochmal viel detaillierter anschauen kann, weil es nicht so komplex ist. Bei den Kindern sieht es immer ein bisschen, kann man ein bisschen einfacher nachvollziehen. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, das ist spannend und Achtsamkeit kann hier vielleicht sogar fast verstanden werden als eine Heilungschance für eine auch schwierige Bindungserfahrung, weil wir nochmal wie mit uns selbst in eine andere Beziehung treten und auch durch diese Beziehung, die wir wie innerlich zu uns anders einnehmen können, auch nochmal wie eine Heilung passieren kann und nochmal eine Reorganisation, ist so zumindest eine These auch. Danke für die Hinweise. Dann oute ich mich jetzt einfach mal als jemand, der
der das Thema interessant findet, aber noch nicht irgendwie praktiziert oder wie auch immer man das nennt, gemacht hat. Wie findet man einen Einstieg? Ich meine, ich bin jetzt, also ich finde das spannend mit dem Gehirn, kann ich alles quasi nachvollziehen, gelesen und sowas. Aber jetzt gibt es verschiedene Meditationsarten. Jetzt gibt es von der Achtsamkeit her ja offensichtlich auch nochmal, was auch immer für Unterschiede. Ich jetzt als absoluter Neuling, Laie, wie könnte ich denn da eine Entscheidung für mich treffen? Was mache ich jetzt als erstes? Ja, das Angebot ist tatsächlich sehr breit und ich denke, schön ist es immer schon auch, sich unterschiedliche Sachen anzuschauen, mal zu gucken, was liegt einem persönlich, denn das ist sehr individuell verschieden. Der MBSR-Kurs ist so ein Einstieg, wo man unterschiedliche Praktiken im Kontext von Achtsamkeit mal kennenlernt. Und der ist eben, das ist das, was am besten wissenschaftlich untersucht ist und der ist praktisch überall zugänglich. Also er wird hier angeboten. Es gibt aber deutschlandweit Listen auch von Lehrern über den MBSR-Verband. Aber es gibt natürlich Meditationen in ganz unterschiedlichen Bereichen auch. Und da ist schon schön, sich mal Unterschiedliches anzuhören. Es gibt auf YouTube zum Beispiel viel geführte Meditationen, wo man mal so einen Eindruck bekommen kann, was einem persönlich gut liegt. So. Es gibt solche Angebote, wo man Alpha-Wellen und Theta-Wellen arbeitet. Meistens zur Beruhigung. Und aber auch im Zusammenhang mit Meditation. Bitte mir reinsprechen. Dazu haben Sie noch nichts gesagt. Kann man da eine Verbindung zu den Ergebnissen feststellen, die Sie gebracht haben und das auch von diesen Wellenbeobachtungen kommt? Das wäre dann so eine EEG-Forschung. Also das EEG bildet eben diese Wellen ab, von denen Sie gesprochen haben, Alpha, Theta, Wellen. Und das sind Befunde, die wir haben aus der Meditation, dass eben gerade so Alpha, also so Beruhigungsbereiche, Alpha, Theta, man als Befunde sieht. Es gibt ganz interessante Studien auch dazu, dass eine Gamma-Synchronizität oder Frequenz erhöht werden kann. Das wäre dann in so wirklich ganz erfahrenen Meditierenden, die wie so Einheitszustände auch erleben, eine Theorie, dass das sich durch Gamma-Wellen kennzeichnen könnte. Das ist jetzt eine andere Methodik, also das ist dann einfach eine EEG-Messung, während ich, damit kenne ich mich auch nicht aus. Ich mache Kernspintomographie-Forschung, aber es gibt tatsächlich erste Ansätze, das EEG mit in den Kernspin zu nehmen, um dann parallel zu erfassen und das auch zusammenbringen zu können. Da wird zum Beispiel in Gießen, meine Kollegen in Gießen haben da auch schon begonnen, mit in die Richtung zu forschen. Da hinten ist eine Dame, die sich vorher gemeldet hat. Danke. Auf einer Folie wurde die posttraumatische Belastungsstörung erwähnt. Ja. Das interessiert mich speziell. Also gibt es da, haben Sie da mehr Informationen? Haben Sie vielleicht Anlaufstellen, Adressen, wo sowas angewandt wird? Anlaufstellen? Wüsste ich jetzt hier in München nicht, kenne ich mich einfach nicht gut genug mit aus. Ich kann Ihnen aus der Forschung eben sagen, da sehen wir schon auch positive Befunde. Da würde man eben sehr individuell vorgehen und therapeutisch anders. Also eine posttraumatische Belastungsstörung wäre was wir nicht in den MBSR-Kurs mit reinnehmen würden, sondern wo man einfach einen Therapeuten findet, der über solche Wege geht. Aber da sehen wir gute Effekte aus diesen Therapieprogrammen in der Literatur zum Teil auch. Aber ich kann Ihnen jetzt in München da leider nichts nennen. Nicht ein Institut, wo man sagt, die machen genau das. Ich weiß es nicht, da kenne ich mich einfach nicht genug mit aus. Ich weiß nicht, ob es... Ja. Dann war der hier. Welche Meditationspraktiken können Sie denn zum exekutiven Aufmerksamkeitstraining in den Studien. Welche Meditationsformen? Ja, oder Achtsamkeitstrainings, wie immer Sie das nennen, weil das scheint mir vor allem, also das exekutive, die Aufmerksamkeit scheint mir
direkt mit vielleicht die Art der Meditation oder des Achtsamkeitstraining das eine das andere zu bestimmen. Das ist sehr situativ und das Situativste überhaupt von all dem, von dem Sie gesprochen haben. Also die Situation, in der ich jetzt spreche und so weiter, mich nicht beeinträchtigen zu lassen. Ich stelle mir vor, ich meine, die eher religiös fundierten Meditationspraktiken werden sich in direkter Weise wenig dazu eignen, es sei denn, es sind längerfristige. Ich weiß nicht, was die Studien, die Sie kennen, dazu sagen. Also ich kenne mich vor allem jetzt eben mit der Achtsamkeitsmeditation aus und mit dem Einfluss von sehr viel verschiedene, ne? Das gibt es ja nicht nur einmal. Aus der Achtsamkeitspraxis, ja, und da wird häufig nicht so genau unterschieden, aber ich kann zum Beispiel aus der Studie von Tanja Singer sagen, was sie trainiert hat, ist eine Atemachtsamkeitsübung und ein Bodyscan, und aus diesem Übungsblock sieht sie Verbesserungen in der exekutiven Aufmerksamkeit. Also das wären so Beispiele, die Atemachtsamkeit, wo wir immer wieder Störreize ausblenden, zurück zum Fokus kommen, eher fokussierte Formen der Praxis. Und deswegen würde ich schon auch sagen, dass auch religiöse Formen, wenn das jetzt ein Rosenkranzbeten oder so ist, ist ja auch was sehr Konzentratives, wo man versucht, beim Fokus zu bleiben, könnte ich mir auch vorstellen, kenne aber dazu keine Forschung. Lange war positives Denken so der große Renner, und in der Medizin gibt es ja die Geschichte mit dem Placebo-Effekt, der wahrscheinlich sehr intensiv untersucht worden ist. Ich wollte fragen, ob es da Vergleiche gibt oder Zusammenschau der Ergebnisse durch Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und zum Beispiel Placebo-Effekt, der schon sehr gut erforscht ist. Ja, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Das ist eine gute Frage. Und sicherlich auch ein wesentlicher Wirkmechanismus. Also Placebo ist ja einfach die Rolle der Erwartung oder der Haltung auch und des Ermöglichen der eigenen Selbstheilungskräfte. Und da ist Achtsamkeitspraxis natürlich auch sehr eng dran. Also diese innere Ausrichtung mit einer Intention für was Heilsames, würde ich mir denken, dass da viele Parallelen bestehen, aber ich muss sagen, ich kenne keine vergleichenden Arbeiten. Ganz kurz noch, es fällt ja auf, dass diese Studien schon vor der MRT-Messung bewiesen haben, dass sie gut wirken. Und jetzt sehen wir, wie das Gehirn schwellt an den richtigen Stellen. Und bei mir kommt so, entschuldigen Sie, aber ein bisschen Kritik auf bei der Denkrichtung, dass da, wo was mehr wird, auch wirklich etwas Entscheidendes passiert. Ich kann meinen Bizeps trainieren, aber trotzdem wird die Hand nicht geschickter dadurch. Mhm. Und die neuronalen Verbindungen, wem sage ich das, sind ja das Entscheidende. Und ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie die Mario-Testung da als ja. Doppelblindstudie mit eingebracht haben. Denn hier werden wir ja eigentlich, wird uns gezeigt, wie sehr wir das Materielle überbewerten und einfach nicht so richtig glauben können, dass diese Art des Vorgehens unsere Psyche massiv, aber auch wirksam beeinflussen. Und insofern bin ich Ihnen dankbar, dass Sie sagen, gut, okay, das Materielle ist eines, aber das andere hat den Vorrang. Ja, danke, dass Sie das nochmal hervorheben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich würde auch sagen, wir können aus der Neurowissenschaft keine Wirksamkeit ableiten. Wir versuchen, Mechanismen zu verstehen. Und vor allem ist es hilfreich, um besser zu verstehen, was passiert im Gehirn, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise denken oder fühlen. Also es gibt vor allem viel Aufschluss auch da für die Hirnforschung zu verstehen, was passiert denn im Gehirn parallel damit.
Daraus zu schließen, dass nun Achtsamkeit wirksam ist, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, das ist nicht das Entscheidende. Deswegen hatte ich so versucht zu trennen zwischen Wirksamkeitsstudien und dann mechanistischen Studien, die so sich den versuchen anzuschauen, wie wirkt es aber eigentlich und was geht damit einher. Die Frage, wie wirkt es, ist fast schon auch zu weit gegriffen, denn es sind einfach Korrelate. Das sind einfach Veränderungen, die parallel im Gehirn ablaufen, wenn Veränderungen passieren. Aber Sie hatten doch gerade auch gesagt, dass Handlungen sich verändern, das Handeln der Menschen. Ja. Das geht ja darüber hinaus, was der Herr sagte. Ja, genau. Das wissen wir ganz unabhängig von den neurowissenschaftlichen Studien. Und schön ist es, also ich finde es als Neurowissenschaftlerin und Psychologin einfach immer schön, wenn wir das dann miteinander zusammenbringen können. Wenn wir dann sehen, hier passiert was im Gehirn, hier passiert was im Verhalten und das geht miteinander einher. Dann wird die Wirkung, also wo Korrelate im Gehirn gefunden werden, erst im Explorieren des Erlebens und Verhaltens sichtbar. Und interpretierbar auch erst, denn solange nur irgendwas im Gehirn passiert, wissen wir noch nicht wirklich, was das zu bedeuten hat. Dafür ist auch die Neurowissenschaft einfach noch nicht weit, gerade wenn es um psychologische Phänomene geht. Ich meine, da wird natürlich viel geforscht, aber wenn man sich die Literatur anschaut, dann ist da schon Kritik auch sehr angebracht, denn das ist ein großes Kuddelmuddel, wenn man sich es genau anschaut. Und die Werte, die Analysewerte sind oft sehr willkürlich. Man kann da vieles reininterpretieren und es macht nur Sinn, wenn man wirklich die Phänomenologie zusammenbringt mit der neuronalen Veränderung und dann Schritt für Schritt versucht zu verstehen, was da passiert. Ja, das finde ich nochmal eine ganz wichtige Geschichte, weil sonst, also das bildgebende Verfahren jetzt in der Hirnforschung ist schon sehr suggestiv, weil wenn da der rote Fleck größer wird, denkt Mensch, dann wird er das Mitgefühl dreimal so groß und die Klarheit hier zu sein, das Wohlbefinden auch dreimal so groß. Und da sieht man gerade, da gibt es Korrelate und was sie bedeuten, muss phänomenal abgeglichen werden im Erleben und im Verhalten dann. Ja, ganz genau. Das ist nochmal ein guter, redlicher Punkt für diese Forschung, die natürlich sehr, sehr attraktiv ist. Sieht man hier auch an dieser Resonanz hier das Interesse, das da ist. Es ist spannend und ein tolles Potenzial dahinter, aber es ist einfach sehr komplex. Und einfacher ist natürlich in so medizinischen Bereichen, wo man dann vielleicht durch Schlaganfall wirklich Ausfälle sieht, da kann man es klarer mit Verhalten in Zusammenhang bringen. Aber wir sind ja hier mit sehr komplexen, sehr abstrakten psychologischen Phänomenen beschäftigt, wie Achtsamkeit. Da kann man sich vorstellen, jeder sitzt ja in der Meditation und tut ein bisschen was anderes. Also das schon zu normieren, ist einfach eine große Herausforderung. Ja, danke, Britta. Vielleicht nur abschließend, Sie haben sich nochmal gemeldet als letzte Frage, weil sonst haben wir 8:55 und schließen dann auch. Also ich wollte sagen, wenn Stress reduziert wird und ich mich besser fühle, dann ist das doch ein enormer Effekt, der jetzt nichts unbedingt damit zu tun hat, dass ich weiß, dass Masse verändert worden ist. Ja. Also insofern, finde ich, geht es weit über das rein materielle Erforschen hinaus. Ja. Und geht in den Bereich der Emotionen und der Gedanken und sozusagen des Selbstwertgefühls auch hinein, wo ich einfach mich selber schon mal auch besser kennenlernen kann und dadurch auch besser mich verhalten kann oder besser handeln kann und auch eben mich dann insgesamt gesunder und zufriedener fühle. Und das ist doch eine ganze Menge, möchte ich sagen. Ja, schön. Das war auch ein schönes Schlusswort, denke ich. Dankeschön.